nicht einsatzbereit. Dieses vernichtende Fazit zieht der Deutsche Bundeswehrverband anlässlich des heutigen Wehrberichtes. Es gäbe in allen Teilstreitkräften massive Probleme, so der Verbandsvorsitzende Wüstner. Keine einzige Heeresbrigade sei einsatzbereit. Es sei elementar, jetzt zu investieren. Ähnlich äußerte sich die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages Eva Högel. Die Truppe altert und schrumpft. Es fehlt an Material und Ersatzteilen. Die Lieferungen an die Ukraine vergrößern den Mangel noch. Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr habe bisher nichts verbessert. Seit 1990 seien mehrere 100 Milliarden Euro eingespart worden. Und man habe sich nur auf internationales Krisenmanagement konzentriert, ohne in die Landesverteidigung zu investieren. Aus dem Deutschen Bundestag zugeschaltet ist jetzt Leonie von Randow. Leonie, ja, der Wehrbericht ist jetzt wirklich kein Ruhmesblatt für die Bundesregierung. Wo drückt denn da überall der Schuh und wie sind die Reaktionen? Also laut der Wehrbeauftragten der Bundesregierung sind es hauptsächlich ja drei große Gebiete, wo es wirklich noch hapert, also Personal, Material und auch Infrastruktur. All das lässt ganz offensichtlich doch stark zu wünschen übrig, trotz des 100 Milliarden Euro Sondervermögens, von dem bisher ja nur zwei Drittel vertraglich gebunden sind. Aber sprechen wir doch noch einmal über den Wehrbericht und auch über ein paar andere Themen mit Sarah Wagenknecht vom Bündnis. Sarah Wagenknecht, sie ist jetzt hier bei mir. Guten Tag, Frau Wagenknecht. Guten Tag, hallo. Der Wehrbericht, der hat also noch mal ganz klar gemacht, wo es hapert. Der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat ja gesagt, er möchte Deutschland kriegstüchtig machen. Ein Wort, das Ihnen vermutlich nicht besonders gut gefallen dürfte. Aber seien Sie mal ehrlich, macht Ihnen das, was wir jetzt heute gehört haben von Eva Högel, trotzdem ein bisschen Sorgen? In puncto Verteidigungsbereitschaft sieht es ja gar nicht gut aus. Ja, und das ist natürlich ein Kernproblem. Also ich finde nicht, dass unser Land kriegstüchtig werden sollte. Im Gegenteil, wir müssen alles tun, zu vermeiden, dass wir in Kriege hineingezogen werden. Aber wir brauchen natürlich schon eine Bundeswehr, die in der Lage ist, unser Land zu verteidigen. Das ist ja auch ihr Verfassungsauftrag. Und ich finde, man sollte sich dann dringend genauer anschauen, wo fließt eigentlich das viele Geld hin? Es ist ja nicht so, dass der Wehretat in den letzten Jahren, übrigens auch schon vor der Zeitenwende, geschrumpft wäre, sondern er ist ja über die Jahre massiv gestiegen. Er ist heute um ein Vielfaches höher als noch vor 5 oder vor 6 Jahren. Und natürlich fällt mir auf, dass dann riesige, und das wurde ja auch immer wieder vom Bundesrechnungshof moniert, riesige Aufträge dort über den Tisch gehen an Rüstungsfirmen, die sich auch währenddessen immer noch verdoppeln, verdreifachen im Preis, dass teilweise Dinge beschafft werden, zum Beispiel Funkgeräte, die dann noch nicht mal in die vorhandenen Geländewagen und Panzer passen. Und da muss ich sagen, sollte man vielleicht mal auch über Lobbyismus reden, wenn zum Beispiel eine Politikerin wie Frau Strack-Zimmermann gleichzeitig in den ganzen Lobbygremien der Rüstungsindustrie sitzt, muss ich sagen, wird hier offenbar nicht sinnvoll und verantwortungsvoll mit deutschem Steuergeld umgegangen. Lassen Sie uns vielleicht auch noch mal auf den Abhörskandal bei der Luftwaffe blicken. Da ist es ja jetzt so, dass immer wieder auch personelle Konsequenzen gefordert werden. Der Verteidigungsminister Boris Pistorius hat aber gesagt, dass den Gefallen sozusagen wolle er Putin nicht tun, denn das sei genau das, was er damit bezweckt hätte. Was sagen Sie dazu? Muss es personelle Konsequenzen geben? Ja, der Abhörskandal ist ja nicht primär deshalb ein Skandal, weil er abgehört wurde, sondern der Skandal ist eigentlich, dass deutsche Luftwaffenoffiziere in aller Seelenruhe darüber sprechen, wie man mit deutschen Waffen russische Ziele angreifen kann. Offensichtlich haben sie aber den Auftrag dazu erhalten, weil sonst hätten sie das ja nicht gemacht. Insoweit wäre das ja ein Bauernopfer, jetzt zu sagen, sie müssen gehen. Aber ich finde diese Sachlage als solche hochbedenklich, auch beängstigend. Wir sind zum Glück bisher nicht mit Russland im Krieg. Wenn deutsche Offiziere darüber nachdenken, dass unsere Waffen eingesetzt werden, in einem anderen Land Ziele zu zerstören und die Brücke, die das russische Festland mit der Krim verbindet, ist natürlich in gewisser Hinsicht ein russisches Ziel, dann finde ich, ist das nicht nur fahrlässig, sondern hochgefährlich. Wir lassen uns immer tiefer in diesen Krieg hineinziehen, ohne, und das geht ja aus dem Skandal oder aus dem abgehörten Protokoll auch hervor, ohne dass es ernsthaft Erwägungen gibt, dass die Taurus-Lieferungen beispielsweise den Kriegsverlauf ändern würden. Nur die Gefahr, dass Deutschland Kriegspartei wird, die erhöht sich natürlich massiv damit.
Das zumindest, das streiten ja viele Experten der Luftwaffe ab. Aber tatsächlich ist es ja trotzdem so, dass jetzt in dieser Woche wieder ein Unionsantrag im Bundestag landen wird. Am Donnerstag wird darüber abgestimmt werden zur Lieferung von Taurus. Mehrere Ampelabgeordnete wollen offenbar dafür stimmen, vor allen Dingen von der FDP. Was sagen Sie dazu und erwarten Sie, dass es jetzt eine Art Bundestag der wechselnden Mehrheiten geben wird, wenn sozusagen die Koalitionsdisziplin nicht gewahrt wird? Das zeigt eigentlich nur, in welchem desolaten Zustand unsere Regierung ist, weil das jetzt im Grunde jeder abstimmt, wie er will. Das ist ja doch ein bemerkenswerter Vorgang, unabhängig jetzt von der Taurus-Lieferung. Also wir werden ja auch in Kürze einen Antrag in den Bundestag einbringen oder zur Abstimmung stellen. Eingebracht ist ja schon zur Erhöhung des Mindestlohns. Angeblich fordern das SPD und Grüne auch. Ich bin mal gespannt, ob sie dann auch unserem Antrag zustimmen. Also das ist ja schon alles, zeigt eigentlich, dass wir auf keinen Fall mit dieser Regierung jetzt noch anderthalb Jahre weitermachen sollten, sondern dringend hier eine Neuaufstellung notwendig ist, obwohl Herr Merz also zurzeit ja wirklich jeden Tag unter Beweis stellt, dass er garantiert nicht der bessere Kanzler wäre. Papst Franziskus hat ja gerade mit einer sehr kontroversen Aussage zum Thema Ukraine und Russland von sich reden gemacht. Er hat eben der Ukraine nahegelegt, sie solle die weiße Fahne hissen. Und Sie wiederum haben dann gesagt, das sei eine mutige und kluge Aussage auf der Plattform X. Wieso ist das in Ihren Augen mutig und klug, der Ukraine sozusagen eine Kapitulation ja dann nahezulegen? Ich finde schon erstaunlich, wie die Äußerung des Papstes in Deutschland wiedergegeben wird. In anderen Ländern läuft die Diskussion ganz anders. Der Papst hat die Ukraine überhaupt nicht aufgefordert, zu kapitulieren. Er hat sogar ausdrücklich gesagt, wer verhandelt, kapituliert nicht, sondern es geht darum, dieses Sterben zu beenden. Viele Länder fordern das. Auch die Türkei hat ja jetzt nochmal das Angebot unterbreitet, einen Friedensgipfel zu ermöglichen. Und aus Kiew von Selenskyj kommen leider immer nur Absagen. Ich halte das für absolut unklug. Die Front verschiebt sich immer mehr zu Lasten der Ukraine. Und deswegen ist es doch dringend notwendig, jetzt zu versuchen zu verhandeln, statt einer Niederlage sehenden Auges entgegenzugehen. Aber was macht Sie denn so sicher, dass eine Verhandlung tatsächlich dazu führen würde, dass Wladimir Putin nicht weiter eskaliert und vielleicht anderes Gebiet, auch NATO-Gebiet, angreift? Also ich denke, dass eine Armee, die erkennbar nicht in der Lage war, Kiew einzunehmen, das war ja die Situation der russischen Armee, dass die außerstande ist, jetzt morgen Polen zu überfallen und übermorgen durchs Brandenburger Tor zu marschieren. Ich denke, das ist keine Frage des Wollens, sondern eine Frage auch des Könnens. Und natürlich kann niemand wissen, wie Friedensgespräche ausgehen würden. Aber wenn man sie gar nicht erst führt, wenn man immer nur auf die militärische Karte setzt, hat man in den letzten Jahren gesehen, ist auch nichts zu erreichen. Immer wieder wurde uns gesagt, es gibt Game Changer, jetzt liefern wir Panzer, wir liefern Kampfjets, wir sollen Taurus liefern. Aber der Krieg und die Frontlage hat sich eher zu Lasten der Ukraine verschoben. Und deswegen finde ich, muss es jetzt dringend Versuche geben, das fordern sehr viele Länder auf dieser Welt, an einen Tisch zu kommen, zu verhandeln. Und dann muss man eben austesten, wie kompromissbereit Russland wäre. Da sollte man vielleicht auch China ins Boot holen als Druckmittel. Ich denke, das gäbe durchaus eine Chance, diesen Krieg zu beenden. Sie bleiben also weiterhin bei Ihrer Linie. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Frau Wagenknecht, und gebe damit zurück ins Studio. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.